Liebe Leute, willkommen. Stream auf Twitch. Ein neuer, der beginnt jetzt. Vierter Anlauf im Szenario. Etwa zwei Elfte sind wir. Ich hoffe, es klappt. Im Aktuar haben wir seine Rate gezahlt. Wünsche euch viel Vergnügen. Ich zeichne auch für YouTube. Wir spielen mit unseren üblichen Hausregeln. Wünsche euch viel Vergnügen. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um und bitte nicht wundern, wenn ich in den ersten Minuten vielleicht nicht ganz so flüssig spiele, wie in den letzten Minuten des letzten Streams bzw. des letzten Videos, das ich da aufgezeichnet hatte, weil ich muss ein bisschen wieder reinkommen. Ich habe mir eine Sache überlegt, ne? Die nächste Auktion kommt ja hier vorne. 60 Tonnen Silberbarren, 10 Tonnen Münzen in über den Daumen knapp 50 Minuten. Ich würde gerne bis dahin viel mehr noch an Arbeitskräften haben. Und wir wollen noch ein bisschen um, ne? Und dann der zweite Plan, und das machen wir mit Tankhof. Ich will mal endlich versuchen, etwas Treibstoff zu sammeln für ein oder zwei von den Farmen. Für mehr reicht es nicht. Und ich würde gerne, das muss jetzt noch nicht sein, das kann auch sein, gegen Ende der Sommerzeit sollte es am besten fertig sein, ein weiteres. Setz dich lieber, Gott, das gibt's ja gar nicht. Hier ist nichts gesetzt. Ach nee, das ist schon lang geworden hier. Das ist, oh Gott, ja, das machen wir mal schnell hier. Das war beim letzten Mal passiert. Das ist okay. Ja, gut. Und ich würde gerne mal überlegen, ob wir noch, hier könnten wir sogar noch eine Plantage hinsetzen, ob wir sogar noch ein weiteres Fundament, ein weiteres Reservoir hier hinsetzen oder hier hin und dann immer alles rüberbringen, weil Arbeitskräfte ist genug. Jetzt sind wir im Sommer. Im Sommer sind die Silberminen laufen immer am besonders gut. Eine Silbermine, zwei. Es gibt noch ein drittes Silber. Wir sollten mehr mit den Saisons arbeiten. Die laufen alle. Produktivität, Arbeitspensum bei 50, alles okay. Dann checken wir mal die nächste. Hier vorne die nächste Insel. Eine Silbermine. Zwei sind angeschlossen, drei nicht. Produktivität bei den Silberminen. Volle Kanne. Das heißt, wir bauen hier noch eine weitere. Von der Anzahl der Journaleros sollte es reichen. Setzen hier aber noch ein Lagerhaus hin. Sicher ist sicher. Plätzchen ist direkt daneben. Sicher ist sicher. Machen eine kleine Straße hier hin. Und dann noch eine hier vorne hin. Arbeitskräfte reicht. Wir setzen ganz knapp noch ein bisschen was drauf, damit wir uns hier keine Sorgen machen müssen, dass hier mal irgendwann Ende Gelände ist. Machen wir auch einen Haken dran. Zufriedenheit müsste eigentlich okay sein. Dann gehen wir wieder rüber auf die Hauptinsel. Und ich hätte gerne ein weiteres Reservoir, würde ich noch hinsetzen. Wir sind dick im Minus. Ich weiß gar nicht mehr warum. Das hatte irgendeinen Grund. Ich glaube, wir hatten super viele Produktionsgeschichten oder so. Oh, ein Event ploppt auf. Bin ich mal sehr gespannt. Die Flussbetten trocknen unter der brennenden Sonne aus. Wir müssen eine Opfergabe in Form von Wasser machen. Wir akzeptieren die Sonne. Produktivität wird gesteigert. Wir leiten Wasser um für die Silberproduktion. Silber, das ist nicht nötig. Das klappt auch so. Wir akzeptieren die Austrocknung. Alle Produktionsgebäude für Silber. Plus 75%. Nur die Silbergebäude. Alle Produktionsgebäude für die Silberproduktionskette anscheinend. Ne? Also nicht nur Silber. Ach so, alles rund um Silber. Alle Produktionsgebäude für Silber. Alle Produktionsgebäude für Silber. Ich vermute, diese gesamte silberne Kette ist es hier. Und das hier vorne sind sämtliche Kosten. Nee, Geld ist nicht das Problem. Gibt es hier negative... wir müssen ein Reservoir opfern, ne? Ja, das können wir nicht. Hier muss man ein Reservoir opfern. Das fällt aus. Was hier ist, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also das ist irgendwie Quark. Brandgefahr gestiegen, Unterhaltskosten gesenkt. Leute, wisst ihr nochmal, wie das, ich kann mich nicht erinnern, wie das war? Spoiler, ihr dürft spoilern, wie das war bei den Events. Fiel da ein Reservoir ganz aus oder wurden alle Reservoirs, ich glaube, das ging, das war so breit, dass alle Reservoirs nicht so produktiv wurden, ne? Wisst ihr das noch? Nach meiner Erinnerung war das so, dass alle Reservoirs Teile ihrer Produktivität verloren, also dass diese
Dass die Kanäle, die effektiv nutzbaren Kanäle kürzer wurden, der Malus wurde aufgeteilt. Und dass das umso krasser ist, je mehr man das nimmt. Lass uns mal gucken gehen. Ja, ich wollte ja eigentlich noch ein Reservoir bauen. Wie ist das denn mit der Versorgung unserer Leute hier im Augenblick? Lass uns erstmal checken. Landwirtschaftliche Produkte. Also wenn wir wirklich expandieren wollen, Arbeitskräfte sind knapp da. Das ist ein Reservoir hier. Das ist nicht ganz genutzt. Hier können wir etwas expandieren. Das ist so gut wie voll. Das ist krass. Wir haben da ein Problem. Und die Produktivität steigern können wir allerdings. Wir können bei den Farmen noch die Produktivität steigern. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und dafür können wir da bei den Becken oder woanders runtergehen. Hier Silber, weniger Silber zum Beispiel auf der Insel machen und das woanders erhöhen. Ja. Ich glaube, wir können nicht auf die Reservoirs. Wir machen mal einen Kompromiss. Ich würde mal vorschlagen, wir versuchen das hier. Wir akzeptieren die Sonne, alle Produktionsgebäude plus 50%, aber mehr nicht. Und hoffen, dass wir dann mit Überproduktion das gerissen bekommen. Jetzt werden die wahrscheinlich hier kürzer, die Reservoirs. Hm. Wenn dadurch hier Eifer geweckt wird, vergießt das Wasser. Aber wir können sogar noch im Augenblick noch verlängern. Krass. Im Augenblick können wir sogar verlängern. Und hier vorne? Ah, guckt mal. Das hat dieses Reservoir betroffen, die Kautschuk-Geschichten. Die waren betroffen. Hier haben wir gar kein Reservoir. Und hier die nicht. Wir haben noch Glück gehabt. Das ist nur die Kautschuk-Geschichten. Ich glaube, Kautschuk haben wir im Übermaß. Das hat doch nur ein einzelnes Reservoir betroffen. Das eine auf der Insel drüben, von wegen gleichmäßig Verteilung. Und Kautschuk haben wir relativ viel auf der hohen Kante. Und hier können wir, glaube ich, wir haben noch Glück, Leute. Und hier können wir mit Kautschuk, ja, wir können ein bisschen mit der Produktivität raufgehen. Hier mit dem Silber ein bisschen runter. Aber wir haben genug Kautschuk auf Vorrat. Wir haben genug Kautschuk auf Vorrat erstmal. Das ziehen wir so durch. Jetzt gehen wir hier hinten wieder hin. Auf die Hauptinsel, können daher ein weiteres Reservoir bauen. Auch noch mehr Leute. Die Oxidationsbecken, die laufen jetzt richtig. Wir bauen erst noch mehr. Erstmal bauen wir hier oben diese Tankgeschichten. Hier vorne haben wir nämlich eine Ölquelle. Ach, das hatten wir schon gemacht. Kühlereien laufen hier. Wir wollten eine Ölquelle hier anschließen und das wollten wir machen mit. Wie geht denn das nochmal? Da hatten die so ein extra Gebäude für, ne? Hier, Tankhof. Den setzen wir dazwischen. Und dann werden die alle angeschlossen, ne? So war das. Hier sind drei Stück. Den setzen wir in die Mitte. Sind die nicht so ganz produktiv, aber ist ja egal. Und er verbraucht jetzt aus den Bohrtürmen drumherum, holt er sich jetzt ein bisschen Rohöl raus, füllt das erstmal und damit können wir gezielt ein, zwei Haciendas gleich verbessern. Danke an das D. Stufe 2 Abo, vielen Dank. 26. Mal schon. Und noch was Nettes geschrieben. Kein Grund für mich zu jammern. Dickes Danke an dich. Danke, danke. So, jetzt hoffen wir mal, dass das klappt. Und wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Leute hier. Und wir brauchen noch mehr. Wir erhöhen mal ein bisschen die Produktivität. Bei welchen Gütern?
Bei Mais erstmal. Maisgewürze. Wir haben oben einen. Ich kann nicht viel dazulegen. Das können wir machen. Das können wir machen. Wir sollten es echt nicht übertreiben. Die Oxidationsbecken laufen auf volle Kanne. Gucken, ob die überhaupt die benötigten Rohstoffe dafür haben. Silbererz ist im Lager, Cyanid auch. Die laufen in dieser Jahreszeit besonders effektiv, aber das ist, das wird nur verrechnet, nicht multipliziert mit der Arbeitskraft. Das heißt, wir können hier auch mal runtergehen und können uns ein bisschen im Normal und können, gehen hier runter. Silbererz sollte eigentlich auch reichen. Ich gehe mal beim Silbererz runter. Man steckt die Produktivität lieber rein. Bei der Landwirtschaft. Da haben wir mehr von. Ja? Hier sind die Effekte auch geringer. Oben mit der Unzufriedenheit. Jetzt sind wir bei plus minus 5. Schauen wir, wie wir beim Zucker dastehen. Da können wir im Augenblick mit leben. Das funktioniert so. Also das passt gerade alles. Mistproduktion, die läuft über Ziegen. Die können wir auch noch hochtreiben. So. Jetzt schauen wir, ob wir eventuell das Lager hier mit Mist voll haben. Mit Ziegenfleisch voll haben. Haben wir nicht, dann hätten wir die entfernen müssen. Sonst wäre die Ziegenfleischproduktion gehemmt. So, das ist die Hermes. Wie viele Schiffe haben wir? Eines, das ist meine Nerven WB, der ist der Kurier. Den hat man, glaube ich, richtig schon komplett eingestellt. So, und jetzt noch viel mehr Menschen. Schauen wir mal, wie das mit Konsumgütern aussieht. Wir brauchen auf jeden Fall hier schon mal mehr Zucker. Gehen auch hier rein, erhöhen auch den Zucker, machen den auch aufs Maximum. Jetzt brauchen wir noch mehr Arbeitskräfte hier, sonst wird es nicht klappen. Wenn wir mehr Arbeitskräfte haben, haben wir übrigens auch höhere Einnahmen. Dann ist es mit dem Geld nicht so schlimm. Hier sind die Versorgungsgebäude. Noch ein paar mehr. Es war mehr Obreros, dann die anderen. Straße daneben. Und einmal hier runter. So. Arbeitskräfte gehen langsam hoch. Jetzt mal ein bisschen Management für die anderen Geschichten. Das kann passieren. Dass sie dann repariert werden müssen. Wenn wir die so richtig voll laufen lassen, dann ausgerechnet das Reservoir. Boah, ist das krass. Das ist beschädigt worden durch die Mine. Das ist jetzt ein ganz heftiges negatives Event. Wo ist die nächste Feuerwehr? Da vorne. Die Leute rücken aus. Ja, das werden die aber schnell gebacken bekommen. Aber das ist krass. Jetzt ist das ganze Reservoir hier ausgefallen. Das ist echt bitter. Immerhin geht die Bilanz wird positiver, weil unsere Betriebe hier ausfallen. Toll. Wir brauchen noch viel mehr Menschen hier. Wir bauen mit unserem Holz das hier noch weiter aus. Die Kirche. Die reicht bis knapp da oben hin. Hier auch einmal ausbauen, bitte.
eine Straße. Runterziehen. Viel mehr Menschen brauchen wir einfach. Geht leider nicht anders. Und wenn wir jetzt mit der Versorgung gleich ein Problem bekommen. Versorgungscheck. Rumprobleme. Rest okay. Wir könnten einfach noch ein weiteres Gebäude bauen für die Rumproduktion. Wie viel Rum haben wir auf Lager? Eigentlich ziemlich viel. Wir könnten erstmal pokern. Das erstmal so weiterlaufen lassen. Das brauchen wir jetzt nicht. Müssen wir jetzt nicht reingehen. So, das reicht. Jetzt checken wir minus 265. Bilanz läuft, weil wir unsere Infrastruktur besser ausnutzen. Weil wir unsere Infrastruktur besser ausnutzen und mehr Bürger haben. So, alles okay, Reservoir läuft wieder, aber ich vermute mal, nee, das Wasser kehrt zurück, Gott sei Dank. Das ist schon mal sehr fein. Beginnt wieder bei Null mit der Kapazität. Oh lala. Das ist ja krass. Welche Auswirkungen hat das auf die Ziegen? Anscheinend keine, ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Das ist jetzt echt krass hier. So, die Feuerwehr braucht ja kein Wasser. Im Chat wird gerade gefragt. Das ist ja nicht Enbesa und das ist nicht das Land der Löwen, ne? Wir begrüßen alle Leute, die gerade auf Twitch dazustoßen. Wir spielen im vierten Anlauf das, den silbernen Käfig, das Szenario. Wenn ein Chat reinschreibt, Ausrufezeichen Game, werden euch alle Infos angezeigt zum Spiel, die ihr braucht. Dann schauen wir mal in die Silberkette rein. Wo hakt's? Es hakt beim Cyanid. Koks in rauen Mengen, Silbererz auch. Das heißt, das sind die Becken hier. Die laufen bei 50%. Ausgangsmaterialien in den Becken sind da. Problem ist eher das Cyanid als Ausgangsmaterial. Mal schauen, wie die Produktionskette nochmal funktioniert. Ich muss mal nachschauen. Aber wir brauchen einfach nur Salpeter. Und Cyanid wiederum brauchte, glaube ich, auch Mist. Wo sind unsere Gebäude? Da oben. Die waren eher Nägel ziehen gefarmt, genau. Eine hier. Mist, 190 im Lager, Gott sei Dank. Da haben wir durch den Ausfall des Reservoirs kein Problem. Salpeter auch gut, wir können ein weiteres hinsetzen. Wir setzen noch eine Cyanidanlage für 60 Obreros hier nochmal hin. Haben wir irgendwo anders noch eine Ziegenfarm? Wir könnten notfalls hier noch eine hinsetzen. Ich setze mal vorsorglich hier noch eine Cyanidanlage hin, die hier alles abdecken könnte. Hier vorne hin. Ja, sie holt die drei von dir in der Nähe der drei und von allem, was hier noch entsteht. Ihr erinnert euch an die Regel, eine Ziegenfarm muss in der Nähe stehen einer Ammoniakanlage. Eine Ammoniakanlage muss aber nicht stehen in der Nähe einer Ziegenfarm. Die Produktivität bei den Obreros, die zufriedener ist, halt ist sehr hoch. Das heißt, wir können hier sogar noch ein bisschen raufgehen. Das haben wir schon. Haben wir überall schon gemacht. Tankhof, Arbeitspensum unbedingt auch hoch. Dann haben wir mehr gleich an Treibstoff für unsere Leute. Das ist wichtig. Fischsuppen dagegen lassen wir weg. Haben wir irgendwo eine Ruine? Ein Silo ist kaputt. Das war's. So, dann schauen wir uns die Produktivität nochmal an. Danke an Myraki. Myrakel. Danke fürs 13. Abo. Hi. Läuft alles rum, hatten wir große Vorräte, ist nicht schlimm. Die Fischküchen sind sogar zu produktiv. Etwas zu wenig Kohle, aber da hatten wir Vorräte, etwas zu wenig Salpeter. Da müssen wir mal die Vorräte checken.
Silbererz wird geliefert von einer anderen Insel. Salpeter-Produktion. Deutlich zu gering. Salpeter-Lagermenge. Gering. Wir bauen ein weiteres Salpeter-Vorkommen im Wasser aus. Oh, schaut mal, das hatte ich ganz vergessen. Da hatten wir noch eins hingesetzt. Noch so ein Gebäude. Cool. Klasse. Sehr schön. Hat mir schon dran gedacht. Wollte ich euch nämlich gerade vorschlagen. So, was ich noch machen wollte, war hier diese Salpeter-Sache hier bauen. Die ist schon vorbereitet. Dafür brauchen wir 80 Obreros. In Worten, wir brauchen mehr Obreros. Wir gehen rein hier in das Ausbau-Feature. Da sind die nötigen Obreros. Bauen einmal aus das Salpeterwerk. Haben wir genug Baumaterialien eigentlich für unsere Abenteuer reichlich? Alles gut. So. Salpeterproduktion auch erhöht. Silbererz läuft auf allen Inseln gut. Cyanid-Lagereien haben wir zwei, die gut laufen. Köhlereien, Kohle und Koks. Und das hier ist der Koksofen. Kohlelager ist relativ voll. Koks ist auch voll. Wir könnten in noch eine Silberschmelzhütte reingehen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das mehr saisonabhängig machen. Ne? Also, dass wir jetzt zum Beispiel hingehen. Erstmal, wir können jetzt noch ein Reservoir bauen. Das sollten wir machen auf Vorrat. Das können wir auch jetzt schon machen. Das dauert nämlich lange. Wir bauen noch ein Reservoir. Für unten hin zum Beispiel. Ja? Arbeitskräfte, die haben wir nämlich alle gerade. Das können wir problemlos stemmen. Das ist dann rechtzeitig fertig zur... Da ist der Ausgang, ne? Hier vorne. Das ist dann rechtzeitig fertig zur Regenzeit. Einmal bauen bitte. Dauert 15 Minuten und ist dann rechtzeitig zur Regenzeit da und kann dann komplett mit Wasser laufen. Ich wirke heute nicht so entspannt. Redest du mit mir, René? Wenn ja, ich versuche einfach nur Gas zu geben. Das ist alles. Also, mir geht's gut. Kein Grund zur Sorge. Alles in Ordnung. So, das funktioniert hier vorne. Also ich könnte mir sogar eher vorstellen, weil wir nachher so Probleme haben, noch eine Cyanid-Laugerei hinzusetzen, die aber sehr viele Obreros braucht. Da braucht sie nur Journaleros. Jedes Becken braucht 10 Journaleros. Die haben wir. Die ist auch sehr teuer. Die Frage ist, ob wir uns das finanziell leisten können. Und die Cyanid-Laugerei gerade mal 20 Obreros. Wir verbessern hier, bauen hier nochmal ein Gebäude aus. Sollen wir eine dritte Cyanid-Lagerei bauen? Chat, was meint ihr? Wenn, dann jetzt für den Sommer. Entweder jetzt oder gar nicht. Weil in der Regenzeit ist die unproduktiv. Wir schauen uns mal an, was man dafür braucht und wie voll das Lager ist. Silbererz ist genug da. Cyanid geht so. Also wir müssen auch beim Cyanid dann noch mehr machen. Wir haben zwei von denen. Reicht das aus? Beide laufen auf Volllast bei uns. Ammoniakanlage, Arbeitspensum. Pardon. Cyanid-Laugerei, Arbeitspensum. Nein, das läuft nicht auf volle Kanne hier. Da gehen wir noch hoch. Die gibt es in beiden Gruppen. Da hatte ich nicht drauf geachtet. Ich nehme alles zurück. Wir brauchen sie nicht. Wir brauchen sie nicht. Ich lasse die Leute einfach noch brutaler für uns schuften. Ich hatte in der Hauptanlage, da hatte ich auf 50% Produktivität gegangen. Hier aber nicht. Und jetzt haben wir quasi Dritte uns geholt. Wir haben zwei. Beide arbeiten jetzt plus 50% Produktivität, damit haben wir de facto 3. Ja?
könnte nur eine Anlage hier hinbringen. Wie viel verbrauchen wir denn bei der Silberproduktion? Ja, die Produktion ist zu langsam vom Cyanid. Das heißt, wir müssen erstmal für mehr Cyanide sorgen, bevor wir in die Endproduktion denken. Da war das Lager auch nicht so groß hier. Die Menge im Lager war nicht so groß. Wir brauchen noch eine Ammoniakanlage für nochmal 60 Arbeitskräfte. Obreros nachzüchten, Licht an Knipse hat absolut recht. Und die machen wir mal in die Nähe hier von dem Reservoir hier, damit, falls wir auf die Idee kommen, dort Ziegen hinzustellen, die auch alle versorgt sind. Hier können wir es auch hinstellen. Direkt neben das Lagerhaus hier vorne. Ja. Mist ist genug im Lager drin. Salpeter auch. Salpeterproduktion müsste laufen. Immer noch. Ja, Salpeter ist knapp, aber klappt. So, wenn alles gut läuft, dann ist die Cyanidlagerei jetzt knapp ausgelastet. Mhm, das läuft genau richtig. Koks etwas zu viel, das ist nicht schlimm. Silbererz kommt von einer anderen Insel. Etwas zu wenig Kohle, aber das ist auch nicht schlimm, weil wir produzieren ja, weil die Kohle landet in der Kokserei oder wie immer das heißt. Und wenn wir da eine Überproduktion haben, dann können wir doch etwas weniger hinliefern. Das ist alles überhaupt nicht schlimm. Ja. Silberbarren laufen. Also, dass wir das Ziel schaffen, da habe ich keine Sorgen. Das Problem ist, wir wissen nicht, ob das Endziel funktioniert. Danke an den Phil. Vielen Dank. Hast du auf YouTube die Anno-Session mit Maxim geschaut? Bist jetzt im Anno-Spiel verfallen. Wird jetzt mit Anno gesuchtet. Viel Vergnügen dabei. Von uns allen. Für dich und von mir. Viel Spaß beim Anno-Zocken. Mit ohne Name. Vielen Dank. Achtes Abo. Immer weiter so. Vielen Dank. Danke, danke. Arndt. Hi. Hi Arndt. DMS Arndt. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Erstes Abo. Herzlich willkommen hier. Habt ihr Arndt schon freundlich begrüßt? Nee, wir haben noch keine Münzpressen. Die kommen nachher. Die Münzpressen können wir zwar in Blaupause platzieren, die würde ich aber gerne laufen lassen in der Regenzeit. Erst vorher nicht. Wir können die schon mal irgendwo hinsetzen, aber... Weil wir müssen jetzt erstmal nur 10 Tonnen abliefern und in der... Regenzeit funktionieren die Becken ja hier nicht richtig. Ja, also damit das jetzt wirklich gut klappt, ich könnte mir das sogar vorstellen. Wenn wir genug Obreros zusammenkriegen, dass wir doch noch mit einem weiteren Becken arbeiten. Dann brauchen wir auch noch mehr Obreros erstmal hier. Wir müssen schauen, ob wir die durchgefüttert bekommen. Ich denke ja. Ich denke, das schaffen wir. Wir machen nochmal ein paar Upgrades hier. So, dann setzen wir wo ist unser Schiff? 24 Silber an Bord. Gegondelt, ich hoffe, ich habe es richtig eingestellt. Zu beiden Inseln. Alles okay. Holt das Erz ab. Das sollte eigentlich okay sein. Ich bin zu riskant hier. Das machen wir nicht. Die Jaleros sind schon bei der Zufriedenheit. Ja, wir können sehr am Anschlag. Wir können ein bisschen raufgehen. Weil
wir nachher eine Jahreszahl haben, Jahreszeit haben, wo die Problemchen haben. Wo die Produktion geringer ist. Das habe ich gelesen, Matze. Matze, hab dich im Auge, Bürschlein. Ja, Rum, aber wir haben genug Rum im Lager, Earl Tom. Das können wir später ausgleichen. Das ist alles kein Ding. Rum ist genug da. Alles gut. Ja. Ich glaube, wir bauen noch eine. Wir bauen erst noch eine weitere Cyanid-Dingsbums-Anlage hier hin. Und noch einmal. Wir platzieren noch eine. Setzen noch eine hin. Das muss ausgebaut werden. Dann wird er wahrscheinlich ein weiteres Salpeterwerk auch bauen müssen. Anders wird es nicht klappen. Das könnten wir auch irgendwo ganz weit weg hinsetzen. Wir bauen letztes Mal hier daneben hin. Ich halte mal einen Abstand, damit wir noch mit einem Steg rausbauen können Richtung Land. Alles okay. Silbererz läuft. Und jetzt könnten wir noch ein Becken hier hinsetzen. Sonst haben wir gleich Problemchen. Dann sollte die Produktion eigentlich genügen. Eine Cyanid-Laugerei. Hier hin. Straße dorthin, bitte. Dann setzen wir im Blaupausenmodus erstmal die Becken. 8 Stück. Lassen Platz für die Lagerhäuser, die da auch hin müssen. Die Straßen hier lang. Setzen noch weitere Lagerhäuser hin. 2 nebeneinander. So können wir arbeiten. Dann bitte einmal alles ausbauen. Sind alle ausgebaut? Ja. Arbeitskräfte reichen auch aus. Jetzt hoffen wir mal, dass das gut geht. Das ist echt ein Brocken hier. Noch, wir nehmen noch die Produktivität hier mit. Ach komm. Fahren die alle? Jetzt fahren die alle nach hinten zu dem Lagerhaus hin, weil ich das Lagerhaus hätte zuerst, weil die gleichzeitig entstanden sind. Und die fahren nicht zu dem Lagerhaus. Ach, das ist doch nicht. Man muss echt immer. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, Bilanz ist ein Problem. Aber wir verkaufen ja noch mehr Waren. Das kriegen wir schon hin.
Produktion scheint okay zu sein. Warum mehr Mist? Das ist nicht so cool. Auf Dauer wird das Mist mit dem Mist nicht klappen, aber auf Dauer wird die Produktionskette auch nicht sauber funktionieren, weil diese Anlagen hier in der Regenzeit nicht sehr produktiv sind hier. Echt, dann geht die alle da hinten hin. Ich kann mir das nicht angucken. Und hier ist natürlich alles überfüllt. Ja, hier gibt es einen Riesenstau. Dadurch verlieren wir so viel Zeit jetzt. Das ist echt nicht zu fassen hier. Ganz ruhig bleiben. Wie schön, dass Anno 1800 ein besinnliches, ein beschauliches Spiel ist. Man regt sich nicht so schnell auf. Man kaut sich nicht die Fingernägel ab. Man beschwört nicht irgendwelche Schutzgötter des Gamings, dass sie einen beschirmen und die Anno 1800 Entwickler vielleicht mal in den Arsch treten, damit sowas nicht passiert. Alles gut, alles ist in Ordnung.